Hallo, willkommen zum Video zum Thema chemische Grundlagen der Oxidation und Reduktion. In diesem Video werden dir alle Grundlagen vermittelt, die du brauchst, um die Vorgänge des Stoffwechsels zu verstehen, die im Biologieunterricht behandelt werden. Wir besprechen die Oxidation, die Reduktion und die Redoxreaktion. Das alles wird an konkreten Beispielen aus dem Gebiet des Stoffwechsels veranschaulicht. Unter der Oxidation versteht man die Abgabe von Elektronen. Die Reduktion ist die Annahme von Elektronen. Ein Atom oder ein Molekül, das Elektronen aufnimmt, ist ein Oxidationsmittel. Man spricht auch von einem Elektronenakzeptor. Ein Atom oder Molekül, das Elektronen abgibt, wird Reduktionsmittel genannt. Man spricht auch von einem Elektronendonator. Ein Reduktionsmittel wird im Laufe einer Oxidationsreaktion zu einem Oxidationsmittel oxidiert. Dabei werden ein oder mehrere Elektronen frei. In diesem Video werden wir Redoxmittel künftig mit Red und Oxidationsmittel mit Ox abkürzen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com